Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Foodgy Plays. Heute gibt es mal wieder Taktiken nach sehr, sehr langer Zeit. Ich wollte euch ein Update geben, und zwar, wie sieht aktuell die Meta aus? Was spielen die meisten Profis? Was spielen die meisten E-Sportler eben? Und es gibt eine Taktik, die zockt gefühlt gerade jeder E-Sportler, außer mir. Aber auch ich werde jetzt nach und nach in diese Taktik rein Zeit investieren, weil ich sehe auch das Potenzial darin. Und ich sehe, dass wenn Leute diese Formation gut beherrschen, dass die geisteskrank sind, vor allem in der Offensive. Aber bevor wir gleich in die Taktiken gehen, lass gerne ein Like da, lass ein Abo da, da verpasst du nichts mehr. Uns fehlen nicht mehr viel für die 100.000 Abonnenten, deswegen wirklich an alle, die hier auch regelmäßig Videos schauen, es sind so viele Leute noch keine Abonnenten, lasst gerne ein Abo da, wäre sehr, sehr nice. Und wir können dann direkt mal in die Taktiken reingehen. Und zwar, ja, ihr seht gerade im Hintergrund kurz mein Team gesehen. Und zwar ist das die 4-3-2-1 Formation, okay? Die spielt ja gefühlt jeder dieses Jahr und letztes Jahr haben es auch viele gespielt, aber wichtig werden wir gleich bei den Anweisungen sein. Taktiken erstmal, defensiv sie ausgeglichen, Breite und Tiefe Chat. Das ist ganz individuell. Es ist eigentlich relativ egal, was ihr spielt. Das ist jetzt hier noch falsch eingestellt. Ich habe es zuletzt so hier gespielt. 32 Breite, 57 Tiefe. Ihr müsst wissen, dass die Breite halt einfach nur sagt, okay, wie breit stehen eure Spieler voneinander weg. Ist ja simpel, oder wie eng, ne? Je höher ihr geht mit dieser Zahl, desto breiter stehen die, je niedriger ihr seid, desto enger stehen die beisammen. Wir wollen aber natürlich in der Abwehr, dass die nicht so breit stehen, ne? Aber man muss sagen, wenn man jetzt auf 32 Breite spielt, kann der Gegner schon gut Seitenwechsel machen. Deswegen, ihr müsst ein bisschen gucken für euch selber, was gefällt euch da. In der Tiefe ist es so, würde ich alles über 71 nicht empfehlen. Also 71 würde ich auch nicht empfehlen. Und fast auch diese 60er-Spanne finde ich auch nicht so gut dieses Jahr. Ich weiß, es gibt diese Videos mit 71 Tiefe und die sind dann voll krass und so. Das ist totaler Quatsch. Bei 71er Tiefe laufen eure Spieler alle vorne an. Und sobald diese Spieler überspielt sind, ist ein riesen Loch im Mittelfeld. Natürlich ist das nicht ganz so einfach für den Casual, diese Linie zu überspielen. Aber wir wollen ja nicht gamblen, wenn wir FIFA spielen, sondern wir wollen gut sein. Wir wollen gut verteidigen. Und ihr werdet auch keinen Pro auf 71er Tiefe sehen. Eben aus dem Grund, da kann man nicht viel kontrollieren. Da hat man vielleicht irgendwie den Ball bekommen vorne und wenn nicht, hängt man halt hinterher, weil da riesen Löcher sind hinten. Deswegen, ich empfehle es euch nicht. Ich weiß, es gibt dieses eine Video, wo dann irgendwie so gezeigt wird, wie das ist, aber da macht es derjenige, der das hochgeladen hat, hat es auch sehr schlau gemacht, weil er hat immer schön diese 71er Tiefe getriggert, indem er immer wieder Bälle nach hinten spielt. Also Tipp für euch, wenn jemand euch presst, ihr dürft nicht zu viele Bälle nach hinten spielen. Ihr müsst diese Linie einmal überspielen, dann habt ihr mit dem Pressing nichts mehr zu tun, dann seid ihr durch. Dazu könnte ich aber auch nochmal ein Video bringen, wenn Bedarf ist. Schreibt es unten in die Kommentare. Auf jeden Fall hier bei der Tiefe, ich bin immer so ein Fan dieses Jahr zwischen 50 und 60. Höher will ich nicht gehen. Niedriger finde ich aber auch nicht so geil. Müsst ihr selber für euch entscheiden. Ne? Vielleicht gibt es auch Leute, die sagen, boah, 71 Tiefe bei mir funktioniert top. Könnt ihr machen. So, Aufbauspiel ausgeglichen, Chancenerarbeitung, direkte Pässe. Breite ist hier jetzt sehr, 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 sehr wichtig. Seid ihr Spieler, die sehr oft Seiten wechseln, dann probiert gerne mal mit der Breite hochzugehen. Ich selber spiele sie auch auf der 32. Wie gesagt, das hier die Vorlage gerade nicht beachten. Ich selber spiele hier offensiv auch 32. Wir haben letztes Jahr alle 30 gespielt bei der 4-3-2-1. Das ist ein bisschen daran orientiert noch. Außer halt die 71er Tiefe, die letztes Jahr meiner Meinung nach nochmal viel besser war. Aber hier wirklich drauf achten. Auch wieder probiert es aus, guckt, was ihr wollt. Ob es euch lieber ist, dass mehr Spieler zentral stehen oder dass ihr halt viel über die Außen machen könnt. Spieler im Strafraum bei 6 oder 7 Ecken und Freischüsse könnt ihr gucken, was hier. Also ich spiele mal kurz gegen Ecken auf 1. Wenn ihr flankt, könnt ihr da auch auf 3 oder 2 oder so gehen. Dann wichtig, ganz, ganz wichtig, Chat. Immer Linksfuß links, Rechtsfuß rechts. Außer ihr habt, also auf den AVs 100%, da ist es sowieso egal. Linksfuß links und Rechtsfuß rechts spielen. Ich meine hier, wenn ihr jetzt einen Salah in Form, also Salah mit dem Finesse-Trade habt, dann spielt ihr den natürlich rechts, damit ihr angeschnitten die lange Ecke schießen könnt. Ansonsten würde ich euch immer rechter Fuß rechts, linker Fuß links empfehlen. Die Taktik ist in der Defensive ein 4-4-2, weil einer von den dreien lässt sich quasi nach hinten fallen. Das werde ich gleich in den Anweisungen zeigen. Es gibt aber eine ganz wichtige Anweisung, die noch nicht so viele Leute gepostet haben. Heißt, ihr könnt hier quasi mit 4 Offensiven spielen. Also ihr müsst nicht mit 3 spielen, weil der eine ist, es wird ja in der Abwehr ein 4-4-2 und dann habt ihr quasi 2 ZMs. Ihr müsst dann nicht 3 ZMs haben, weil sonst ist der eine ZM dann auf außen, wenn ihr verteidigt. Deswegen. Heißt, ich würde mit 4 Offensiven spielen und mit 2 Mittelfeldspielern. Dann Anweisungen. Beide AVs sind auf übergreifend und laufen mit nach vorne. Also hier nicht mit angreifen machen, sondern ausgewogen, aber die kommen mit. Beide auf übergreifend. Ihr habt quasi hinten nur noch 2 Innenverteidiger. Das hört sich krass offensiv an, ist es auch. Aber wenn ihr die Bälle nicht im Spielaufbau verliert, werdet ihr merken, ihr habt unfassbar viele Anspielstationen vorne, aber der Gegner kann nicht so krass schnell kontern, wenn ihr die Bälle nicht im Spielaufbau verliert. Wenn ihr die Bälle weit vorne verliert, wenn ihr einen clean Spielaufbau habt, dann ist diese Taktik geisteskrank gut. Torhüter natürlich auf Flankenfänger
Innenverteidiger und Torwart-Libero. Also Stürmer zentral orientieren, rechter Stürmer defensive verstärken. Das ist dann der, der im 4-4-2 rechtes Mittelfeld dann ist. Dann Lorente hat nur Mitte abdecken, der ist dann rechter ZM, euer rechter ZM. Der mittlere ZM hier ist dann quasi euer linker ZM im 4-4-2. Und Dembélé weicht dann nach außen aus, weil er gar keine Sachen hier eingestellt hat. Dann geht der quasi auf die LM-Position. Also Bellingham linker ZM, Lorente rechter ZM und Vinicius RM dann, wenn man es so macht. Und auf der anderen Seite hat der linke Stürmer dann zentral orientieren, damit der linke Stürmer im 4-4-2 ist in der Abwehr. Ich glaube, das konnte man jetzt ganz gut verstehen. Ganz wichtig, Chat, wirklich, damit ihr das auch verinnerlicht. Diese Formation ist geisteskrank in der Offensive. Ihr müsst nach hinten aufpassen, dass ihr nicht ausgekontert werdet. Und das wird nur passieren, wenn ihr dumme Ballverluste habt. Wenn ihr die Bälle am gegnerischen Strafraum verliert, habt ihr meistens sehr viele Spieler direkt drumherum, um den Ball sehr schnell wieder zurückzuerobern. Und der Gegner spielt dann meistens Fehlpässe, weil er hektisch ist. Weil ihr werdet, wenn ihr das spielt, werdet ihr sehen, da sind so viele Spieler vorne, das ist verrückt. Es gibt viele E-Sportler, die auch diese Taktik gegen mich gespielt haben. Und ich fand sie so unmöglich zu verteidigen, dass ich selber mich auch dazu entschieden habe, diese Taktik mir anzulernen. Das sind auch so Sachen, das wird jetzt nicht in 2 Tagen passieren. Ich werde da sehr viel Zeit rein investieren müssen. In 2 Wochen geht die VBL los, bis dahin muss es sitzen. Aber ich denke, das wird langfristig die Formation sein, die am besten sein wird dieses Jahr. Ich denke auch nicht, dass das irgendwie mit einem Patch oder so verändert werden kann. Das wird schon sehr, sehr crazy werden. Und ein Tipp an euch, viele Seitenwechsel schlagen. Also wenn schon eure beiden Außenverteidiger mitkommen, wenn in der Mitte zu ist, schlagt Seitenwechsel, dann werdet ihr merken, ihr habt immer sehr viel Raum frei und es macht euren Spielaufbau leichter, weil ihr dann quasi immer einen Spieler mindestens habt auf Außen, der komplett frei ist. Also ihr müsst das wirklich unbedingt mal ausprobieren und habt jetzt nicht unbedingt Angst, dass es zu offensiv ist. Ihr müsst es einfach mal probieren. Vielleicht nochmal zu den ganzen Positionen, wer wo spielen soll. Also eure AVs müssen auf jeden Fall Spieler sein, die nach vorne können. Ich würde jetzt keinen Kyle Walker zocken, RV, wenn ihr diese Taktik spielt. Auf der linken Seite können eigentlich alle mit nach vorne. Davis, Theo, Mondi, also die Karten, die man spielt. Cancelo finde ich zum Beispiel selber sehr top. Oder diese Lorente-Karte, die Lorente Evo wäre, glaube ich, optimal für die rechte Verteidigerposition. Im Mittelfeld steht ja dann quasi euer vierter Offensivmann. Bei mir ist es jetzt hier Dembélé. Da ist halt wichtig, dass der auch ein bisschen passen kann und dass der halt agil und beweglich ist. Ne? Also da soll jetzt kein Schrank stehen. Die beiden anderen ZMs, der eine mittlere ZM kann schon gerne ein Schrank sein, das ist kein Problem. Die können aber auch einfach mit 2 Allroundern spielen. Ne? Also Bellingham und Lorente sind für mich so 2 Karten, die können halt nach vorne und nach hinten. Dann rechts habe ich halt Vinicius, der hat Pace, vorne sowieso immer Pace, ganz wichtig. Und ich finde halt auf der Außenstürmerposition, wenn ihr nicht Spieler habt mit dem Finesse-Trade, bitte achtet darauf, dass der starke Fuß auf Außen ist. Also jetzt spielt nicht auf dem linken Sturm beispielsweise Hansen die Goldkarte. Ne? Also die Trailblazer hat ja Finesse, das kann man dann machen, aber ich würde jetzt nicht Hansen Gold spielen, weil ich finde, dann ist der Ball viel zu oft auf dem schwachen Fuß. Natürlich ist sie trotzdem krass, aber das stört einfach bei Abschlüssen, bei Pässen etc. Ginola habe ich hier halt stehen, er hat 5 Sterne Weakfoot, da ist das noch in Ordnung. Es ist vielleicht fast sogar besser, Ginola ins linke ZM und Dembélé in den linken Sturm zu machen. Muss ich halt ausprobieren, aber das wäre dann auf jeden Fall meine Empfehlung an euch. Das war's auch schon mit dem Video. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da, dann verpasst du hier gar nichts mehr. Schreibt gerne Feedback unten in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Einsamer Wolf auf dem Weg ganz allein, denn der Glaube an mich selbst wird mein Wegweiser sein.